Wir sind hier bei der Bettwäscherei in Zürich und ich bin hier gerade beim Hackathon, beziehungsweise der Jugendhack. Hier um uns herum sind gerade rund 20 Jugendliche, die anfangen, vor sich hin zu hacken. Jugendhack ist ein Anlass, an dem 20 bis 30 Jugendliche sich ein Wochenende lang mit Technik und gesellschaftlichen Problemen oder Herausforderungen beschäftigen können. Mir macht Jugendhack immer sehr viel Spaß, die Leute wiederzusehen und neue Leute kennenzulernen und meine eigenen Ideen umzusetzen. So Anlässe wie Jugendhack erlauben einem als jungen Menschen, andere junge Menschen kennenzulernen und zu sehen, hey, ich bin nicht der einzige Mensch, der sich damit befasst, einen Austausch zu finden und gleichzeitig halt eben auch, weil es mega Spaß macht. Ich arbeite an einem Spiel, wo man den Wald sauber halten muss und die Diversität von Bäumen kontrollieren tut. Noch ein Eisgroßes. Ich habe mit meinem kleinen Bruder ein Spiel gemacht. Das war sehr schwierig für mich, weil ich nicht sonst programmiere. Das war mein erstes Mal. Ich habe das erste Mal Linux benutzt. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Wir machen so ein Schild, das gewisse Animationen machen kann. Mein Projekt bei Jugendhack ist, eine Website zu gestalten, in der man sieht, wie viele Bäume man pflanzen muss, damit der CO2-Ausstoß kompensiert wird. Wir arbeiten aktuell an einer Website, auf der man alle Bildungsveranstaltungen in der Umgebung schnell sehen kann. Gibt es etwas nach Leitlinien? Gleich wird hier die Schlusskonfrontation stattfinden. Die Spannung steigt. Die Anspannung natürlich auch. Also in letzter Minute kommen ja immer noch relativ viele Änderungsvorschläge rein oder Sachen, die man notwendigerweise ändern muss. Da wird noch schnell gespeichert. Dinge werden noch schnell zusammengeklebt. So last minute auf den Punkt, wenn die Projekte jetzt fertig. Es freut mich sehr, euch zum Jugendhack 2023 in der Bettwäscherei in Zürich begrüßen zu können. Unser Ziel ist halt auch, Jugendlichen diese Technik nahe zu bringen, Dinge zu hinterfragen, sich damit auseinanderzusetzen und so Stück für Stück diese komplizierte Technik heutzutage zu verstehen. Das ist mega, mega schön zu sehen, dass die nächste Generation da eben nicht resigniert, sondern aktiv dahinter ist. Jugendliche, die ich jetzt erlebt habe, aber die ich auch immer so ein bisschen erlebe, ist eine sehr engagierte, sehr bewusste Jugend, die sich sehr viel Gedanken macht. Ich glaube, wenn am Schluss alle Teilnehmenden zufrieden sind, sagen können, ich habe was gelernt oder ich würde gerne noch einmal kommen, dann war es erfolgreich. Hallo. Hat ziemlich viel Spaß gemacht, jetzt am Abend vor allem und auch als ich hier bisschen Party gemacht haben im Hinterraum. Ich finde es mega cool und dann krank und genau. Gerne nächstes Jahr auch nochmal. Es war eine sehr schöne Atmosphäre und ich habe gern hier gearbeitet. Ich danke allen, die da mitgemacht haben, seien das die Teilnehmenden, die mega gearbeitet haben, die Mentoren, Mentorinnen, die voller Begeisterung da waren, sicher auch den Geldgebenden und ganz besonders möchte ich eigentlich auch den Eltern, Verwandten, besten Freundinnen und Freunden danken, dass sie uns unterstützt haben.